Mein Gott, das ist eine wilde Spitzmaus. Für mich zumindest, das war überraschend. He wants more battle Musik. Blöde Mistfliegenwolke, hau ab, Stinkvieh. Für einen Damage Boost, am Anfang habe ich mit Eis 13 gemacht, mittlerweile mache ich den doppelten Schaden. Sollte ja auch sein, dass man stärker wird. Oh, was hat der gemacht? Achso, ich dachte schon, der ist irgendwie AFK gegangen oder so. Ist mir auch egal. Weil ich die Spitzmaus dann wahrscheinlich schon töten würde. Ja, wir müssen uns helfen. Wir sind nur arme Abenteurer und so. Ich glaube, du hast es gerade geschafft, die Schildkröte zu pullen. Oder? Trefft niemand anders da. Nö. Das wäre ich auch weiter weggegangen. Bist du denn überhaupt? Ach da. Dicker Gladi im Weg. Kriegt den Gegner nicht anvisiert. Weiß nicht, was dein Problem ist. Weiß nicht, was mein Problem ist. Du hast ja auch keinen fetten Gladiator im Bild. Nö. Ich sehe die Gegner immer hervorragend. Boah, du bist gerade an der Armeite vorbeigelaufen, pass halt mal auf. Was? Ah, die ist gerade neben mir gespawnt. Ist denn dafür? Ja. Oh, noch einer. Oh, der hat noch Blitzlicht. Kann ich die so pullen? Nee, nicht wirklich. Na gut. Will noch einer? Nee. Nö, aber ich mache halt noch einer. Hat's mir zu spät angezeigt. Wenn man diese Mistfliegenwolke fast nicht sehen würde, wenn man die Namen nicht anzeigen würde, ey. Machst sogar 6 Schaden, Millie. Mensch. Bin OP. Ja, du solltest, also das geht gar nicht. Die müssen unbedingt die Taumaturgen fixen. Ja. Millie, aber OP. Eigentlich, Better Nerf Zauberstab. Bisher sind wir aber eigentlich gleich stark, finde ich. Nimmt sich nicht viel. Ich greife halt langsam an, dafür mache ich ungefähr den doppelten Schaden von dir. Ja. Aber ich kann ja dafür Skills spammen. Dauerhaft. Wirklich dauerhaft. Ich auch, ich habe auch keinen Cooldowner. Weil die 3 Sekunden Zauberzeit. So. Achso, was nehme ich denn jetzt? Ledergürtel. Für die 3 Level noch. Auch gleich mal an hier, die Schärpe, die sieht man bestimmt. Bestimmt. So, bei mir vor allem unter den 3 Rüstungen und weiß ich nicht alles. Ja, bei mir sieht man es auch, ne? Feldbereich, yes. Feld, yay. Da haben wir vorhin mal mitgemacht, waren wir auch noch zu low. Also, was heißt vorhin? Vor 10 Folgen oder so. Geh nicht so weit, bleib einfach hier. Die rennen eh weiter. Ach nee, das ist ein anderes Feld. Gott. Sag doch ich was. Ich stehe so rum. Was will der Vollhorst? Cool, das sind Kirin Panzerbrecher, die brauche ich noch für mein Monsterbuch. Ja, leider alle schon angegriffen und gepult und so. Ich kann einfach mal random ein Skill abgebrochen, warum auch immer. Ja, die betäuben. Die Säcke betäuben. Und nicht unwesentlich oft. Das nervt, wenn er da so 2-3 gegen dich hat, kann sie schon mal so 5 Sekunden rumstehen und nichts machen. Pull that shit out of them. Blitzlicht. Let's pull all the enemies. Oh. Like a real tank. Wenn ich jetzt die Magier dafür mal Schaden mache. Ich mache irgendwie nicht so viel Schaden. Mach keinen, wenn sie die Gegner vorher töten. Meine üblichen 27, aber das ist halt nicht viel bei denen. Nee, nicht wirklich. Let's pull that enemies again! Näh! Alter, blöder Mikot. Steht halt voll im Weg. Kommt mir irgendwie bekannt vor, so die Nahkämpfer, die im Weg stehen. Das war aber ein Mikot, der ist nicht fett. Und selbst der konnte im Weg stehen. Unfassbar. Ja, die Hit Detection, sag ich mal, um die. Wiederum ist ein bisschen zu großzügig. Cursor. Naja.
Weiß nicht, sowas ist aber auch, glaube ich, schwer abzubalancen. Level up, nice. Ja, ich auch. So. Bist trotzdem noch stärker als ich. Jetzt habe ich irgendeinen Erfolg gemacht. Moment. Jetzt will ich kurz mal nachschauen. Notizbücher, Errungenschaften. Erfahrungsstufe 10 in der Charakterklasse Gladiator. Ach so, okay. Schau auch mal nach, ob sie für dich gezählt haben. Weil für mich haben sie gezählt. Habe schon 100 Gegner besiegt. Cool. Okay, und der neue Skill macht, regenerierst 20% mehr LP durch Zauber oder Kommandos. Ja, toll. Das bringt mir echt viel. Weil wir so viele Weißmagier in unserer Gruppe haben. Ja. Wenn sie nicht in einer anderen Stadt gespawnt, hätte ich ja auch einen gespielt. Ja, das ist halt das Problem, dass man da gespawnt wird, wo halt die Gilden sind, aber man muss es halt irgendwie machen, ne? Man hätte auch eine Anfangsstadt machen können, aber das wäre ja auch irgendwie langweilig. Eben. Gänz und Willenskraft, Stärke und Geschicklichkeit. Außerdem war es bei WoW ja auch so. Da bist du ja auch da gespawnt, wo deine Rasse halt war. Ja. Hier ist es halt abhängig von der Klasse, mein Gott. WoW spielt aber sowieso keine. Ja, ist auch kacke. Blub. Yay. Ich bin jetzt und übrigens auch Level 10 und hab Schlaf gekriegt. Damit kann ich Ziele 30 Sekunden lang einschlafen lassen. Wahrscheinlich bis zum physischen Schaden. Schätze ich mal. Das sage ich dir, sobald ich es ausprobiert habe. So, was gibt's? Du hast, du erwartest von mir, dass ich abnehme. Du würdest gegen eine Horde Treibermeisen bestehen. Ha, so kann jeder daherreden, aber Worte sind schon aus Schall und Rauch. Ja, ich habe aber leider 5 Kiefer davon. Bei den Göttern! Sind diese stinkenden Dinger wirklich? Dann hast du diese Bestien also wirklich erschlagen. Vergib mir meine Zweifel, mein neuer Freund. Wir sind hier... weit entfernt von den Bequemlichkeiten der Zivilisation, musst du wissen. Dieser Teil des zentralen Tanalans strotzt nur so vor Gefahren. Wir können nie genug fähige Abenteurer haben, um den Bahnhof zu verteidigen. Aber genug geredet. Du bist sicherlich der eher rastlose Typ, immer auf der Suche nach Arbeit. Wenn dem so ist, sprichst du mich erneut an und ich werde schon was für dich finden. Okay, nehmen wir erstmal Kupferarmband, oder? Nee, Lederarmband. Kupfer ist für dich. Okay, Ruhebereiche. Es ist so das typische Ausruhen. Das heißt, auslocken einfach in diesen Bereich und dann hat man das nächste Mal schneller XP. Ist aber nicht viel. Von gestern zu heute hatte ich mich ausgelockt in der Stadt, also hier. Da habe ich knapp eine 50 HP-Balken bekommen und das heißt, dann kriegst du dann für die Zeit 50% Routine-Balken voll gehabt quasi. Und für diese 50% Routine-Balken kriegst du dann 50% mehr Erfahrung. Das heißt, ja, geht halt ein bisschen schneller. Dafür hast du aber auch 8 Stunden nicht gekämpft, sozusagen. Ja. So, Varin. Oh, da gibt mir einen Bronze-Aspis. Ich muss erstmal hier eine Ausrüstung kaufen. Hosen zum Beispiel hätte ich noch gar keine. Achso, ja, das habe ich halt schon extra gemacht, weil ich das wusste. Hättest du mich ja informieren können? Nö. Musst du selber rausfinden. So. Willst du hier das LP nur in die Länge ziehen? Ja, weißt du doch, mach ich doch gerne. Die Amagina Bergbau AG hat uns damit beauftragt, die Lieferungen, die diese Gegend passieren, zu beschützen. Kurz gesagt, wir bekämpfen Bestien und Banditen. Die Kiefer haben mir gezeigt, dass du ordentlich auszahlen kannst, aber ich würde mich gerne von deinen defensiven Fähigkeiten überzeugen, ehe ich dir Aufträge anvertraue. Ist deine Ausrüstung bereit für den Kampf? Wenn auch nur ein Teil davon zu wünschen übrig lässt, wird ein wachsamer Feind dies erkennen und die Schwäche ausnutzen. Sieh zu, dass deine Ausrüstung in einem guten Zustand ist. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir bei der Inspektion. Ja. Jetzt werden wir halt die Ausrüstung auf Level 5 überall erhöhen, habe ich aber schon gemacht. Deswegen weiter geht's. Diese Logik. Ja, wenn ich mit der Robe, die mehr Verteidigung bringt, die hat eine Kapuze drauf, wenn ich mit der meinen Hut aufziehe, wird die Robe ausgezogen. Okay. Sehr gut. Das Logik. Nun gut, ich denke, dass es ausreicht. Allerdings kann man das nie mit Sicherheit sagen. Vielversprechende Abenteurer sind auf jeden Fall rar gesät. Daher möchte ich mich nicht fahrlässig in Gefahr begeben. Sei stets wachsam, egal mit welcher Bestie du es zu tun hast. Ich habe schon zu viele Freunde verloren, die diesen Rat nicht beherzigt haben. Und wir bekommen ein gutes Schild. Nächstes Quest. Varin hat Arbeit für Abenteurer, die bereit sind, die Kobalosse auszulöschen, die Arztlieferung überfallen. Okay. Dann wollen wir mal, oder? Jeden Tag passieren Erzwaggons Zahnalarm. Dabei kommt es häufig zu Zwischenfällen.
Unsere Streckenarbeiter konnten weiter südlich keine Gleise verlegen, ohne dabei Feskas Aussicht zu zerstören. Also haben sich unsere Techniker einen Tunnel durch den Fels ausgedacht. Alles schön und gut, bis irgendein Volltrottel auf die Idee kam, ein Erzlager in dem verdammten Tunnel zu errichten und damit ideale Bedingungen für einen Unterschlupf der Kobalosse geschaffen hat. Und nun leben diese nach erzgierenden Bestien in einem Tunnel, den wir gegraben haben, und liefern ihnen praktisch ihre Mahlzeit frei Haus. Nun, ich werde nicht länger ein Diener dieser Bestien sein. Nimm diesen Silbererzklumpen mit dir zum Tunnel. Die Kobalosse hausen in einer schmalen Kluft, aber mit diesem Erz kannst du sie an die Oberfläche locken. Erschlage sie und kehre dann zu mir zurück. Okay, dann haben wir noch ein paar Nebenquests. Annehmen, blablabla. Überhaupt nicht lang. Kriegst du nicht immer die Seele aus dem Leib oder im Endeffekt ist es sowieso keiner. Ja, es ist halt nett, ne? Also für RPGler ist das auf jeden Fall nett, aber gerade jetzt für LP ist es halt so eine Sache. Da will ich es echt nicht. Ist halt einfach zu viel dann. Ja. Ah, Chocobo-Verleiher. Redest du auch Deutsch mit mir? Nein, er redet Japanisch. Auch der Questtext ist also japanisch, okay. Ja. Das untere Symbol ist dann einfach wegklicken. Ja, habe ich auch immer so spekuliert. Da steht ja auch, was steht denn da? Kya. Boah, ich muss wieder Japanisch üben. Die Frage ist, was davon jetzt Chocobo reiten ist. Das wüsstest du wohl gerne, ja? Chocobo. Ta. No. Kanji Kanji O Kanji Ku oder Ta O Kanji Kanji Sudu. Sudu heißt machen. Ku könnte alles sein, das Kanji ist die Frage. Naja, gut. Blablabla, bringen einen Stefan A nach B, allerdings keine. Sie werden nicht anhalten, ehe sie ihn hier unterreicht haben. Okay. Ich klicke einmal das erste an. Ah, Uldar, eine Minute für 15 Gil. Bevor du das machst, solltest du vielleicht den Quest mit dem Supertrank machen. Ja, ich weiß, ich will erstmal. Ja, gut. Ich wollte doch gucken, was das zweite ist, bevor das zweite jetzt irgendwas ist. Dann guck das halt erst nach. Dicke. Jetzt bekommen wir nämlich auch endlich mal eine neue Fähigkeit: Teleport. Beziehungsweise, sie wird endlich mal aktiviert. Allerdings kostet die Geld und naja. So, Chocobo. Was macht das zweite? Das zweite ist nochmal die Erklärung, okay. Wow, ist die lang. Okay, das erste ist einfach nur Chocobo reiten, das zweite ist die Erklärung, das dritte ist einfach nur quitten. Ich hoffe mal, dass das beim Release dann wirklich auf Deutsch ist oder wenigstens auf Englisch. Wenn sie schon faul sind. Na, ich schätze mal, weiß nicht, dass dir nicht aufgefallen ist eigentlich merkwürdig. Es wird wahrscheinlich einfach bloß ein Abfragefehler sein. Weil ich dachte, den gab es schon mal auf Deutsch. In der Closed Beta. Wenn ich mich recht erinnere, wäre nichts Falsches sagen. Hast du einen Supertrank schon gemacht? Nee, die habe ich komischerweise gar nicht. Das hat mich auch schon gewundert. Hatte eigentlich die neben Varin gehabt? Beziehungsweise, ich glaube, ich muss ihn erst kaufen, oder? Den Supertrank. Den Supertrank musst du erst kaufen, ja. Nö. Oder herstellen. Ja. Hahaha. wo gab's den? Hä? Bei dem Krämer, der hier in der Stadt mit drin ist. Krämer? Ja. Krämer? Wo ich rumhüpf. Erstmal was reparieren lassen. Alles reparieren. 9 Gil. Wow. Okay. Unter Werkzeuge? Ja. Okay. Ergibt nicht viel Sinn. Nicht wirklich. Wo ich es mir bequem gemacht habe, einfach mal auf seinen Tresen gehockt. Like a boss. So, Supertrank übergeben. Ja, wollen die Leute, dass man sich übergibt. Und was nehme ich denn da jetzt? Ja, brauch beides nicht. Okay, nehme ich das Bronzezeug. Komm halt den Ring der Stärke und Konstitution bringt. Nee, den habe ich schon einen besseren. Angeber. Ja. Ich habe aber noch das. Was habe ich denn noch? Das neue Schild auf jeden Fall anlegen. Yeah, Bitches. Bist du denn? Hm? Ach, läuft schon da raus. So. Guck mal. Blub. Wow, das Schild ist immer noch viel zu klein für das.
Wieso, es reicht. Der Rest ist doch Rüstung. Ein Schild soll ja auch klein sein. Klein und schnell. Nein, du brauchst ein Schild, was so groß ist wie du selbst. Nee, eher nicht. Natürlich. Die sind ja völlig unhandlich und so. Darauf kommst du nicht an. Doch. Okay, mehr habe ich nicht. Gut, dann würde ich aber sagen, wir verabschieden uns wieder in die nächste Folge. Kleine Aufnahmepause und so. Klingt gut. Ja, denn die Stimme sagt, du hast. Ja. Also dann, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.